Russland und die Ukraine liegen seit Jahren geopolitisch im Clinch. Nun spitzt sich ein anderer Konflikt zwischen beiden Ländern zu. Wem gehört die rote Betesuppe Borscht? Seit den Zeiten der Sowjetunion und spätestens seit der russischen Annektierung der Krim 2014 suche die Ukraine zunehmend nach ihrer Identität, meint dieser Chefkoch in Kiew. In vielen Geschäften in der Türkei, Slowenien und den USA findet man Borscht in Dosen, auf denen russische Suppe steht. Wenn wir in ein Restaurant im Ausland gehen und Borscht auf der Speisekarte steht, lautet die Übersetzung russische Suppe. Das ist verrückt. Deswegen möchte der 33-Jährige Borscht für die UNESCO-Liste des immateriellen Weltkulturerbes vorschlagen. Auf ihr stehen zum Beispiel schon georgischer Wein und die neapolitanische Pizza. Die ukrainische Regierung will die Bewerbung für 2021 vorbereiten. Diese Historikerin hat gerade ein kleines Borscht-Museum eröffnet. Wie erklärt man einem Fremden, was Borscht ist? Ich sage einem Fremden immer, dass es das Gericht ist, das ich fast unmittelbar nach der Milch meiner Mutter gegessen habe. Es ist das erste Gericht. Es ist ein Gericht, das ich jeden Tag esse, das ich für meine Kinder und meine Familie koche. Die russische Botschaft in den USA äußert sich versöhnlich auf Twitter und erklärt, dass der Borscht ein Nationalgericht mehrerer Länder sei, darunter Russland und die Ukraine.